Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Kishore und lieber Andy Valentine. Das ist mein Hund. Und ihr habt mich nominiert zur Challenge Wahre Schönheit kommt von innen. Und da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich schmink mich schon gern ab. Ich habe nur keinen Bock, mich zu schminken. Das ist scheiße. Oh. Also seit ein paar Tagen hänge ich hier rum und denke mir so, aber ich mache es jetzt. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal schminken. Und muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Hund die Klappe hält. Moment, das kann ich mich ja gar nicht konzentrieren. Und normalerweise würde ich das am Computer machen, geht aber nicht, weil ich weiß nicht, warum mein Computer meine Cam nicht mehr erkennt. Man weiß es nicht. So, dann würde ich mal sagen, ich fange mal an zu schminken. Ja. So, dann geht's mal los. Es ist noch relativ früh am Morgen. Ich bin schon um 6:30 aufgestanden, meine Sachen erledigt. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen, wa? Okay. Ich habe meinen Spiegel gar nicht mit, scheiße. Egal. So, richtig schön fett drauf, den Sheet. Richtig schön. Das ist hier übrigens so ein 2-in-1 Make-up und Powder. Benutze ich eher selten. Weil man jetzt Zeug immer auf der Haut so sieht, so doll, und dann sieht das immer so wie gewollt und nicht gekonnt aus. Das ist das nämlich. Kann man das sehen, wie pudrig das ist? Es ist nicht schön. Das ist echt nicht gut. Man sieht es so richtig. Das Ding ist, ich bin ein bisschen verärgert, weil ich hatte mal vom Meister, beim Meister gesehen, bei seiner Schmink-Challenge, dass er auch mit Spiegel und, also nicht mit Spiegel, mit mehreren Kameras gearbeitet hat. Und das wollte ich eigentlich auch gerne machen, aber es geht nicht. Ich weiß nicht, warum mein Computer die Kacke nicht annimmt. So. Ich hab keinen Bock auf Schminken. Und dieses Puder, das fühlt sich ganz eklig auf der Haut an, irgendwie. Das Schöne ist, ich kann euch gleich den Trick zeigen. Den Trick meines Abschminkens zeigen. Bevor ich jetzt an den Augen weitermache, mache ich auch gleich die Augenbrauen mit. Das ist wie so ein Mascara für Augenbrauen. Den mag ich aber. Oh, wie das Puder einfach nur runterbröckelt. Wow. Das ist so eklig. Wahnsinn, wie dieses Puder. Normalerweise benutze ich kein Puder. Nicht dieses. Ich benutze erst eine BB-Cream. Und dann so ein ganz spezielles Puder. Guck mal, das ist total witzig hier. Das ist so ein ganz kleines Gerät und das ist ein Mascara. Ich habe voll die Augenringe, ne? Ja. Es ist noch früh am Morgen. Toll, jetzt habe ich mich beschmiert. So. Jetzt bin ich. Oh, was ist das denn hier? Ich bin jetzt auf jeden Fall geschminkt. Ich bin geblendet. Ich bin jetzt geschminkt. Und ich hole mir jetzt die Scheiße auch wieder runter. Ich habe dadurch keinen Bock drauf. Außerdem. Ich habe das Puderzeug überall. Und das werde ich jetzt runternehmen. Und zwar gibt es ja so allerlei an Abschminkzeug. Hier so Gesichtsreinigungstücher sind schon zwar ganz gut. Ich will jetzt da nicht Schleichwerbung machen, aber ohne Witz, Leute, das Beste, was ich kenne. Oh, da steht übrigens mein Tannenbaum und da sitzt meine Katze. Sora! Hallo! Das beste Zeug, was ich kenne, ist das hier. Das gibt es bei Lidl. Das ist Augen-Make-up-Entferner. Zwei Phasen, waterproof. Entfernt, schonend, wasserfeste Mascara. Das heißt, das
ist mit Öl. Und das ist richtig gut. Und wenn du das nämlich benutzt hast, dann hast du noch so schöne, zarte Haut, weil das ja so ölig war. Brauchst du dich danach nicht nochmal eincremen. So. Dann kannst du mal losgehen, ne? Das ist nicht für dich, jetzt kommt die Miezekatz. Bitte, Miezekatz. Bitte, Miezekatz. Du zu Mami? Einfach einen Moment. Guck mal, was Mami hier macht. Guck mal da. Oh, das riecht das gut? Riecht gut? Jetzt ist der Hund eifersüchtig. Moment. So, komm hier. Nexa. Oh, opala, opala. So, jetzt ist der Hund auch da und eifersüchtig. Ich lasse den Hund jetzt auf meinen Schoß und dann würde ich sagen, ich fange mal an. Lalalala. Oh nein, das war so viel. Und das nächste Pet. Kakalapup. Zieht euch die Scheiße mal rein, ey. Jetzt habe ich eine Haargummi drin, jetzt sieht man es besser. So. Dann würde ich sagen, wir sind beide abgeschminkt. Und das Schöne ist, ich habe so eine mega empfindliche Haut. Ich habe dann immer nach dem Abschminken ganz starke rote Haut. Und die juckt dann auch immer. Aber das ist nicht schlimm, das geht nach 10 Minuten weg. Das ist so eine Art Ausschlag, was auch immer. So eine Art Neurodermitis. Ich hoffe, ich habe eure Anforderungen erfüllt und da ist meine Küchenrolle auf meinem Wäscheständer. Oh, Schmusemaus. Ich fühle mich so am wohlsten, ungeschminkt und ich bin froh, dass ich es jetzt überstanden habe. Und ich bin der Meinung, dass Rory und ich jetzt irgendwas Schönes machen. Schnappen die Katze, schmusen eine Runde und dann geht's hier ans Aufräumen. Ist ja nur die Wäsche und die Küchenrolle. So, Kishua, Annie Valentine, ich habe euch lieb, Irina auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt ganz viel von mir gesehen. Und ist mir egal. Ja, ach, das passt schon. So, Küsschen für euch. Ich bin raus aus dem Haus. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Die schmeißt sich auch immer so hin und die lässt sich immer fallen. Die hat ja keine Augen, ne? Ja, sie hat keine Augen mehr und die hat einfach so ein mega Vertrauen zu mir. Die lässt sich einfach immer fallen. So, tschüss jetzt. Später. Ich habe vergessen, jemanden zu nominieren. Ja, sorry, nützt nichts, aber ich muss eine wahre Schönheit nominieren und eigentlich müsste ich auch zwei Leute nominieren, das mache ich jetzt aber nicht. Und deswegen nominiere ich jetzt definitiv Frau Retro. Du hübsches Ding. Du hübsches, süßes Ding. Ich möchte, dass du dich abschminkst. Weil du bist so eine Naturschönheit.
du brauchst keine Schminke, um hübsch zu sein. Ich hoffe, du nimmst die Nominierung an, machst das für mich und schaut alle meinen Weihnachtsbaum an. Tschüss. Doof. Ich bin so doof.